Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orient the Will of the Wisps. In der letzten Folge sind wir beim Brunnenquell rausgesprungen und sind diesen fauligen Präsenz entkommen. Die ich übrigens beim Schnitt noch gesehen habe, als man da rausgegangen ist, war die hier im Hintergrund tatsächlich nochmal zu sehen, wie sie im Wasser umhergeschwommen ist. Das heißt, sie ist nicht tot, sie ist nur aus dieser Wassermühle jetzt draußen. Und deswegen haben wir ihn noch nicht besiegt, wie in der letzten Folge gesagt, sondern halt nur daraus vertrieben, woraufhin jetzt die Wassermühle halt wieder fließen kann. Und das ist einfach der einzige Grund, warum wir das anscheinend gemacht haben. Und wir können jetzt hier nämlich überall in das Wasser rein, was recht schön ist, weil jetzt ist das nicht mehr vergiftet. Macht uns dementsprechend kein... Oh, man kann sogar schneller sein im Wasser. Das ist natürlich auch cool. Macht uns dementsprechend kein Damage mehr. Und die kleinen Mokis, die hier waren, meinten, wir sollen zu Quarlock gehen. Und das werden wir jetzt auch machen, nachdem wir aber natürlich erstmal uns hier im Wasser umgeguckt haben. Oh, warte, ich muss da mit. Das ist meine Mietfahrgelegenheit. Okay, warte, da oben bitte auch. Ja, okay, haben wir hinbekommen. Oh, falsche Taste. Erstmal wieder klarkommen hier. Das ist schon wieder ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Das Golik-Erz. Aber ist schon okay. Wer uns nicht mitbekommen hat, oder beziehungsweise die Pokémon-Folge, die letzte, nicht geguckt hat, ich werde das jetzt so mit Ori machen, dass das nur jeden zweiten Tag kommt und sich quasi abwechselt mit Pokémon. Oder wenn ich richtig cool drauf bin, dann kommt eventuell beides gleichzeitig. Heute noch nicht, vermutlich, weil, ja, kriege ich einfach nicht hin. Aber wenn ich die Zeit finde, oh, die man ja eigentlich haben sollte, jetzt in der Corona-Time, Leute. Okay, das war ein bisschen zu hoch. Dann werde ich versuchen, zwei... Oh mein Gott, hier sind schon wieder viel zu viele Gegner. Zwei Videos am Tag rauszuhauen. Aber mal gucken, wie das läuft. Aber ja, sonst halt jeden zweiten Tag nur Ori. Also wer darauf wartet, dass ihr euch nicht wundert, dass das jetzt nur jeden zweiten Tag kommt. Ich möchte allgemein mehr Diversität irgendwie in meinen Kanal reinbringen. Ja, damit, wenn halt Leute dabei sind, die jetzt zum Beispiel Ori halt nicht so gerne mögen, soll es ja geben. Ist zwar merkwürdig, dass es solche Leute geben soll, aber gibt es? Tatsächlich, da oben ist noch was. Dann können die wenigstens Pokémon gucken, was vielleicht auch nicht so viele Leute interessiert. Aber dann habe ich wenigstens zwei verschiedene Sachen, so richtig verschiedene Sachen. Dass sich die Leute dann entscheiden können, was sie gucken wollen. So, okay, hier sind komische Muscheln. Sind das Muscheln? Das erinnert mich ein bisschen an so eine... Oh, komm, ich, da kannst du mal wieder her schießen. Komm, schieß her. Ja, einmal da geht. Nein, hier gegen. Oh Gott, ich hab doch gleich. Ich sterb doch gleich. Oh Gott. Okay, das war knapp. Erinnert mich auf jeden Fall mega an Mario gerade, an so eine Unterwasserwelt. Und wir müssen noch hundertprozentig seinen Schuss hier gegen knuddeln lassen. Komm, schieß einfach mal dagegen. Genau, dann kommen wir da noch easy peasy durch. Wir müssen trotzdem noch mal kurz an die Oberfläche. Okay, wenn wir ganz cool sind, dann können wir hier einen so einen Schuss von dem benutzen. Warte, schieß nochmal hierher. Ob du schaffst das? Ich glaube an dich. Und den dann nutzen, um da hochzukommen. Aber nein. Okay, schade. Dann werden wir einmal rumgehen müssen. Oh Gott, diese komischen Viecher hier aber auch überall. Unbelievable. Aber sonst gibt es hier anscheinend... Oh, nicht so wirklich was. Cool, das sind XP-Dinger. Und da unten kann man das auf jeden Fall noch kaputt machen. Wenn ich das richtig sehe... Oh, ich habe hier aber viel zu Angst, irgendwie viel zu viele Leben zu verlieren. So, komischer Fisch, hau mal ab. Ich möchte nur das Ding... Au! Okay, nee, das tut auch weh. Dann muss man das irgendwie von unten anscheinend kaputt machen. Ist auch in Ordnung. So, was gibt's sonst noch Neues? Ich habe die Mikrofoneinstellungen ein bisschen geändert. Könnt mir ja mal sagen, ob sich das jetzt komischer als vorher anhört oder auch nicht. Wahrscheinlich juckt das sowieso keinen. Es ist auch nur eine kleine Veränderung, die man vielleicht gar nicht so mitbekommt, wenn man... Ich kann unter Wasser gar nicht angreifen. Das ist ja sehr interessant. Okay. Und da werden jetzt die meisten vielleicht gar nicht hören können, dass ich irgendwas verändert habe. Alter, hier ist voll die Strömung. Okay, dann muss ich wohl nach unten. Ich hoffe, ich kann hier noch irgendwo Luft holen. Okay, das ist gut. Strömung ist sowieso richtig assig, oder? Also jetzt so im Real Life, wenn du irgendwie im Wasser bist und dich dann so eine Strömung wegreißt und einfach unter Wasser drückt, dass du gar nicht mehr nach oben kommst. Das muss wirklich mega kacke sein. Okay, jetzt müssen wir hier tatsächlich nochmal den Spuckgedönsels von den Typen nehmen. Aber bin auch vorbereitet hier. Ich sollte vielleicht nochmal zurück. Oh nein, meine Luft. Ich hoffe, ich sterbe nicht instant. Oh Gott, das ist immer so knapp hier. Hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass mich so eine Strömung weggeschleudert hat in so einem Freizeitpark. Da denkst du dir nichts Böses. Ah, jetzt verstehe ich das hier auch. Also das war so eine Fun-Rutsche. Ich glaube, man verliert einfach nur Leben. Nein, man stirbt einfach instant. Okay, das ist natürlich belastend. Wo man dann halt richtig schnell einfach so eine Rutsche oder so ein Parcours runterrutschen kann, weil die Strömung halt unten immer ist. Aber die hat mir dann permanent die Füße weggezogen und ich kam dann überhaupt nicht mehr hoch. Und das war wirklich kacke. Also da hat man schon Angst, dass man dann ertrinkt.
Aber am Ende bin ich doch nicht ertrunken, Leute. Kleiner Spoiler, aber ich bin nicht ertrunken. Aber das ist schon ein blödes Gefühl irgendwie, wenn man da die ganze Zeit unter Wasser ist und nicht an die Oberfläche kommt, um irgendwie Luft zu holen. Aber Leute, ich habe auch gehört, so ertrinken oder so soll eigentlich ganz schön sein. Also im ersten Moment natürlich nicht. Und sterben ist allgemein nicht so toll. Aber die letzten Sekunden, Minuten, nein, die letzten Sekunden, wenn man ertrinkt oder auch einfach erstickt, sollen recht schön sein. Ah nein, dann lass mich bitte wieder hoch. Oh Mann. Halt der Moment, wo sich irgendwie die Lunge mit dem Wasser füllt und man quasi gerade am Ertrinken ist. Da soll sich das alles sehr, sehr warm anfühlen und schön. Kurz vorm Tod. Ob das beim jedem Tod so ist, keine Ahnung. Woher man das weiß, auch keine Ahnung. Haben die irgendeinen Toten befragt, der ertrunken ist? Man weiß es nicht. So, ich werde hier nochmal kurz meine coole Fähigkeit ausprobieren. Funktioniert hier leider nicht. Alles klar, ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen, by the way. Ich gucke hier gerade nur so. Hier ist bestimmt noch irgendwas. Wir sollten ja eigentlich zu Quollok gehen. Hier können wir garantiert irgendwie noch nach links, aber wir gucken natürlich erstmal rechts, weil hier ist auf jeden Fall irgendwas. 100, okay. Aber das muss doch für mehr gewesen sein. Also hätte ich Mana, dann würde ich mich da einfach hochboosten, aber geht ja jetzt nicht. Deswegen einmal mal gucken, was passiert. Ui! Nein, das langt locker nicht. Scheiße, okay. Ich glaube, dann können wir hier noch nicht so viel machen. Vielleicht kriegt man noch irgendwie eine Fähigkeit, dass man Wasser hoch, sich hochschnellen lassen kann. Dann könnte man da den Wasserfall benutzen. Aber sonst... Naja, alles nur Vermutungen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu Quollok. Aha, was gibt's hier oben noch? Hey, ganz neue Wege. Neue Wege musst du gehen. Ein Brunnenquellschrein. Kann man den auch Oh nein, das ist wieder so ein Kampfschrein, ne? Oh Gott, wieso habe ich den aktiviert? Oh, man kriegt aber volle Leben, wenn man so einen Kampfschrein aktiviert. Das sind irgendwelche Krebse. Das habe ich ja... Das erkenne ich jetzt erst. Was sind das für komische Viecher? Eine Biene oder so. Hatten wir die schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier schon eine Biene irgendwo mal gesehen hatte in dem Spiel. Aua, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Jetzt ohne Witz. Habe ich nicht noch irgendeine krassere Fähigkeit, außer die Dinger hier? Warte, unsere Sentinels sind ja verbessert. Die machen jetzt einen Schaden. Hä, greift er irgendwie schneller an? Oder habe ich das nicht ausgerüstet? Das kann auch sein. Warte mal. Okay, super weird. Keine Ahnung. Eigentlich hatte ich doch meine Sentinels verbessert, oder nicht? Das ist wirklich richtig komisch. Aber ich muss mich auf jeden Fall heilen. Sonst kannst du das ja voll vergessen hier. Ich drücke aber auch immer die falschen Tasten hier. Muss man alles töten? Auch diese Dinger? Okay, interessant. Das ist ja richtig fies. Oh Gott. Nein, aua, das tut doch weh. Lass mich doch in Ruhe. Meine Güte. Okay, also unser Sentinel bringt uns auf jeden Fall gar nichts. Und das hier ist nicht ohne, Alter. Das ist echt nicht ohne. Also die erste Dings geht natürlich noch voll klar hier mit diesen komischen Krabben. Die können ja nichts. Die schlägst du zweimal mit deinem Hammer. Okay, zweimal und einmal mit dem Schwert. Wow, jetzt habe ich doch wieder viel zu viele Leben verloren. Dann sind sie tot. Ich finde das merkwürdig, dass die Gegner manchmal so verwirrt sind, aber andere greifen halt doch wieder sofort an. Da komme ich auch irgendwie nicht so ganz drauf klar. Weil man denkt immer, die sind eigentlich... dass sie erstmal gestunlockt sind, sodass die gar nichts mehr machen können. Bam! Okay, ich glaube, das ist eine gute Idee. Einfach die ganze Zeit so eine Stampfattacke gegen die Dinger. Geil, ja, das war gut. So, die Dinger werden jetzt natürlich ein bisschen kacke. Wie soll man die besiegen? Die kann man ja eigentlich nur mit so einer nach oben Attacke besiegen, ne? Weil, aua, okay. Weil sonst sind die ja richtig doof. Die sind auch so doof. Die sind immer doof. Man trifft sie auch gar nicht. Okay. Ich vermute dann mal, man soll... Ah, man kann die natürlich mit ihren eigenen Dingern töten. Das ist schlau. Oh, Dizzy, du denkst ja sogar mit. Ich bin sehr stolz auf dich, Dizzy. Das war richtig gut. Okay, nice. So, letzte. Das sind goldene Dinger. Das sind einfach Beyblades. Ist vollkommen in Ordnung. Dann sei ein Beyblade. Jeder darf sein, was er will. Auch ein Beyblade. Wenn das sein Kink ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich wollte auch früher mein Beyblade sein. Ich meine, Beyblade sein ist schon ganz schön cool. Let's Beyblade! Ist das überhaupt noch ein Ding, Leute, bei den Kids? Leute, erzählt doch mal. Seid ihr ein Kid? Und interessiert euch noch Beyblade? Kennt ihr überhaupt Beyblade? Ich fand das früher richtig geil. Haben wir dann immer im Hort gespielt. Vor der Schule immer schön die Beyblades geholt und richtig geil angepasst, weil das haben die in der Serie auch gemacht. Hat zwar gar nichts gebracht, ist immer Zufall, wer gewonnen hat bei den Beyblades. Aber man hat die dann trotzdem angepasst, dass sie so verschieden schwer waren und so. Und dann hat man natürlich auch so richtig cool immer gesagt, 3, 2, 1, let it whip! Und das war schon ganz schön Knorke, muss ich sagen. Also Leute, die Beyblade gespielt haben in der Schulzeit, die waren mir sehr sympathisch. Kann man nicht anders sagen.
Ach ja. Danach kam dann irgendwann Yu-Gi-Oh! Aber weil die Yu-Gi-Oh! Karten dauernd geklaut worden sind und sich Leute deswegen geprügelt haben, wurden die dann recht schnell irgendwie verboten. Sowohl in meiner Grundschule als auch... Oh, falsche Taste schon wieder gedrückt. Und in der Grundschule als auch auf dem Gymnasium. Also einfach in jeder Schule, in der ich war, waren dann Yu-Gi-Oh! Karten verboten. Richtig komisch. Das war richtig die Yu-Gi-Oh! Pandemie. Das war viel schlimmer als jetzt Corona. Ja, ja. Jetzt habe ich doch den Corona-Namen gesagt. Verdammt. Ui. So. Noch eine Splitterplatzverbesserung. Die bekommt man anscheinend immer bei diesen... bei den Kampfteilen hier. Ja, 100 Pro ist da oben was. Ja, komm. Gut, wir nehmen den Easy... wir nehmen den Easy-Weg. Erstmal die Wache und dann... Wow! Ja, guckt's. Ist viel einfacher. Oh, sogar eine halbe Lebenszelle. Nice. Oh, hier ist noch mehr Wasser, wo man einfach hingehen kann. So viele neue Möglichkeiten, dadurch, dass das Wasser jetzt überall weg ist. Hier ist bestimmt aber auch nichts Interessantes, oder? Sag doch mal. Doch, da... Oh, sogar ein Mana-Fragment. Von mir aus? Danke. Haben wir wieder ein Mana-Teil mehr. Das ist halt echt das Geile an Ori irgendwie. Dass man die ganze Zeit irgendwie seinen Entdeckerdrang kann man auf jeden Fall sehr gut stillen bei Ori. Man kriegt halt auch irgendwie so ein ganz anderes Auge für die Umgebung. Das ist richtig schön. Dass man da denkt, ah, da könnte noch was versteckt sein oder da. Ah, sind wir wieder in der Siedlung? Ja, okay. Von mir aus. Haben wir hier irgendwas Neues? Der kann doch hier bestimmt irgendwas reparieren. Die Behausungen wiederherstellen. Oh, wir können sogar beides machen. Wir können die Behausungen wiederherstellen und die Ranken da wegmachen. Ich glaube, die Behausung ist nämlich für den Moki. Da unten waren so Mokis und der meinte, ja, ich bin hierher gekommen, aber hier gibt es leider nichts, wo ich wohnen könnte. Genau, die Moki-Behausung. Schmanken, Schmanken, immer nur die... Aua, ey, kannst du mich doch immer wegstoßen. Leb wohl, Dornen. Die Lichtung wird von Tag zu Tag schöner. Mehr habe ich leider nicht, aber hast du noch ein anderes Projekt? Nur dieses Dächer überköpfen. So viele Projekte gibt es hier aber auch gar nicht, ne? Ach man, der Typ ist mir sympathisch. Da deine Behausung. Und, bist du zufrieden? Ah, Chroma hat uns eine gute Hütte gebaut. Und eine gute Hütte ist ein gutes Zuhause. Wenn du nach Osten gehst, sag bitte meiner Familie, dass ich ein neues Zuhause gefunden habe, ja? Sie leben im stillen Wald, in der ersten Hütte ganz nah beim Eingang. Ich werde dich für deine Hilfe auch entlohnen. Und du wirst diesen Schlüssel brauchen. Der Wald ist nicht sicher, nicht mehr. Ein großer Schlüssel zur Hütte. Im stillen Wald im Osten. Kriegen wir hin, Moki, kleiner, süßer Fratz. Du konntest noch irgendwelche Splitter verbessern, ne? Und zwar Lichternte, damit wir noch mehr Geisterkugeln bekommen. Das ist, glaube ich, wirklich richtig gut. Das hole ich mir auch doppelt. Das ist halt fürs Late-Game eigentlich, dass man sich dann am Ende alles Mögliche schneller kaufen kann. Am Anfang sind wir dadurch halt ein bisschen schlechter. Aber am Ende lohnt sich das, glaube ich, mehr, weil wir dann mehr von diesen orangenen Dingern bekommen. Wo sich der Psi auch schon aufgeregt hat, dass ich das XP genannt habe, weil es eine Währung hier ist und keine XP mehr, wie im ersten Teil. Aber wie soll ich die denn sonst nennen? Orangene... Dunzis oder so. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ich die Dinger nennen soll, dann schreibt mal in die Kommentare, dann lasse ich mich da mal von euch inspirieren. Bist du ein Geist? Ein hilfreicher Geist? Ich habe ein Problem. Meine Eichel ist durch ein Loch gefallen. Sie war ein Geschenk von einer besonderen Moki. Ich würde sie erholen, aber das Loch ist klein und sehr dunkel. Na gut. Vielleicht könnte jemand mit Werkzeugen es vergrößern. Das ist ganz schön brutal. Okay. Finde einen Weg in die Höhle, um das Andenken des Moki wiederzuholen. Okay, das klingt sehr falsch. Und das sieht hier auch sehr falsch aus, muss ich sagen. Warte, okay, hier kann man locker später noch irgendwas machen. Das sieht... Diese Wand hier kann man doch bestimmt noch irgendwas machen. Egal. Geht anscheinend erst später, das heißt, das hat uns jetzt erstmal gar nichts gebracht, dass wir hier runter konnten. Ach, hier sind diese Dornen jetzt auch weg, oder? Und wir können jetzt hier auch ins Wasser gehen. Okay, schauen wir uns das auch nochmal an. Zumindest ein bisschen... Knoggels. Ein paar Knoggels sind hier für uns. Oh, sogar gar nicht so wenige. Und die wachsen ja meines Wissens hier sogar immer wieder nach, diese Gnoggels. Ja, hier, guck, das ist schon wieder so eine Wand. Da kann man locker später noch durch. Entweder die werden irgendwie abgebaut, man kriegt irgendwie einen Hammer oder so. Oh, apropos Hammer. Ne, okay, schade. Oder irgendeine andere Fähigkeit. Was ist das jetzt hier? Das sieht aus wie ein... Nimm man die Dinger denn? So ein Postding, wo Post reinkommt. Ein Briefkasten. Und erinnert mich, so wie er sich immer bewegt, an Animal Crossing. Was auch morgen rauskommt, Leute. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Hoffentlich kommt das morgen auch an. Da bewegt sich doch der Briefkasten auch immer, wenn da was drin ist. Ach, hier wohnt sogar jemand, oder was? Ja, denn, da bin ich ja mal gespannt. Ach, ja. Hi.
Na, Lupo? Oh, Hallöchen. Willkommen in meiner bescheidenen Heim. Sag mal, ich habe dich hier doch gar nicht gesehen. Du gehst wohl gerne auf Erkundungstouren. Tja, es gibt da einen Ort, der erkundet werden muss. Und du bist genau der richtige Geist dafür. Ich meine den stillen Wald. Ich würde ihn ja selbst fotografieren, aber ich fürchte, das Wetter dort ist nicht für mich. Du weißt schon, Regen, Asche, der Tod von oben. Ach, solltest du gehen und mir dann von allen Details erzählen. Und den Gefahren. Ich freue mich schon. Boah, die Karten sind ja richtig teuer. Oh, aber da sieht man dann alle Energiezahlen, alle Lebenszahlen oder alle Splitter. Okay, das ist natürlich auch dann eher Late-Game. Dann kein Wunder, dass die so teuer sind. Aber auch gut zu wissen, dass man das hier kaufen kann. Oh, man kann hier sogar die Kisten kaufen. Oha, man kriegt hier XP für die Kisten. Sorry, ich musste deine Kisten töten. Da waren Schnoggels drin. Hey, man kann hier alles kaputt machen. Lol. Alles zerstören. Hier kann man garantiert noch kochen oder auch nicht. Da waren einfach 100 Schnoggels drin. Okay, dann hat sich das ja wenigstens doch ein bisschen gelohnt, dass wir hier hingegangen sind. Witzig, was man hier alles entdecken kann. Ich will die Folgen übrigens wieder ein bisschen kürzer machen bei Ori. Erstens halt, damit ich diese 2 Folgen am Tag eventuell raushauen kann. Und zweitens, weil wer will schon 40 Minuten irgendwas angucken, oder? Vor allem schneidet es ja zusammen, da passiert ja dann trotzdem mehr als bei anderen. Hallo Moki. Ach, das Wasser ist sauber. Es gibt Höhlen zu erkunden. Ich kann nicht so hoch springen wie du, aber ich bin sehr begeistert. Mit Begeisterung wird alles zu einem Abenteuer. Das ist richtig. Einfach die kindliche Begeisterung behalten. Das ist alles cool. Kommt man da auch normal ran, ist die Frage. Nee, ne? Ich glaube, hier bräuchte man auch so eine Fähigkeit, dass man höher hüpfen kann. Aber kommen wir ja auch so ran. Alles easy. Ah, guck, die schnelle Wache hat nur eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Sie macht genauso viel Schaden wie vorher. Ein. Aber greift halt schneller an. Guck mal, hier oben ist auch noch jemand Neues. Hä, ja, wer bist du denn? Thulei. Wo kommst du denn her? Hast du einfach ein Haus errichtet? Oh, seit ich nach den Stürmen aus meinem gefrorenen Garten geflohen bin, habe ich schon so manche Neuheit gesehen. Aber ein Geist? Meine Familie erzählte mir Geschichten, dass deinesgleichen einst jene Länder durchstreifte, in denen ich ein Fremder bin. Ich beschwere mich nicht wohlgemerkt, ich hatte beinahe das Gefühl von weicher Erde an meinen Fingerspitzen vergessen, aber es fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Hast du Samen gefunden? Ja, 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 ich habe Samen. Ich habe einen Samen. Hier, nimm diesen Samen. Den haben wir in der Bibliothek gefunden, bei dem Brunnenquell. Samen. Wachset und gedeiht. Ebenso wie der Einfluss des Mondes auf die Gezeiten scheinen diese seltsamen Pflanzen eine eigene Anziehungskraft auszuüben. Wir hatten immer einen Strauß von ihnen auf dem Tisch damals in unserer kleinen Hütte. Meine Mutter liebte sie. Okay, wo hat er den jetzt eingepflanzt? Absolut keine Ahnung, aber hier oben sind nochmal 100 Dinger. Waren wir hier nicht schon mal? Richtig verwirrt. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein Vogel. Ich kann mir vorstellen, dass Kuh hier später leben wird. So wie das hier alles aussieht und eingerichtet ist. Hier oben kommen wir auch noch hin. Wir können einfach viel mehr jetzt machen. Das ist so heftig. Hast du noch was zu erzählen? Halt! Niemand darf am großen Ausgucker vorbei. Das bin ich. Ich halte Ausschau nach Shriek, der Jägerin. Sie will die Moki fressen und unsere Moormuschelsuppe. Sie ist köstlich. Du darfst passieren, Geist. Shriek. Okay, ich hab halt auch schon mir die Lieder angehört von Ori. Und da gibt's auch ein Lied mit Shriek. Und das klang eher ein bisschen düster. Ist halt jetzt die Frage, wer Shriek ist. Ich weiß nicht, aber wird wahrscheinlich böse sein. Ja gut, wenn sie Moki frisst, wird sie böse sein. Ach, du hast Glück. Für gewöhnlich ist die Suppenschlange sehr lang. Manchmal reicht sie bis nach Grom. Aber die Suppe ist es wert. So warm, so cremig. Oh, du hast mir würzige Kräuter gebracht. Wo hast du sie gefunden? Sie wachsen nur auf gefährlichen Felsnasen und müssen beim Vollmond geerntet werden. Und sie sind genau das, was ich für eine perfekte Moormuschelsuppe brauche. Ein seltener Genuss. Ah, stimmt. Wir haben ja die Gewürze bekommen für den Rucksack. Und jetzt haben wir eine würzige Suppe dafür bekommen, was nochmal ein neuer Questgegenstand ist. Und den müssen wir wohl irgendjemanden geben, der Hunger hat. Das kann entweder der Bär sein, wenn er vielleicht aufwacht. Dafür brauchen wir aber auch noch einen anderen Questgegenstand. Okay, wir sollten eigentlich zu Qualloc gehen, aber jetzt gibt es hier so ein Eisgebiet hier. Da ist ein Gegner, das heißt, hier wird es garantiert noch weitergehen. Das heißt, das hier schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir gehen noch nicht zu Qualloc, Leute, ist mir egal. Und jetzt holen wir uns noch mal ganz kurz den Splitter von da oben. Haha, ich bin der Allerbeste. So, hier oben gab es nämlich noch einen Splitter. Da kommen wir hoffentlich an. Ja, easy. Oh Gott, okay, diesmal konnten wir richtig hochhüpfen. Kopfgeld. Damit lassen Feinde mehr Geisterlicht fallen, besitzen aber mehr Gesundheit und verursachen mehr Schaden. Nein. Okay, warte mal. Aber wenn die Geisterlicht heißen, wir haben bei dem auch Geisterlicht bekommen, ne? Ja. Ja, also Geisterlicht sind tatsächlich diese Noddles. Aber 70% mehr Gesundheit und 70% mehr Schaden, doppeltes Geisterlicht, ist natürlich mega geil zusammen mit der Lichternte. Aber dann, dass sie so viel dann aushalten, uff.
Naja, besser als die ganzen anderen Sachen gerade, ne? Komm, wir packen es erstmal rein. Das wird wahrscheinlich noch richtig behindert sein, dass wir das jetzt gemacht haben. Aber schon in Ordnung. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nummer 50, okay. Das sieht mir so aus, als wenn es da oben nochmal weitergehen würde. Also man kommt hier zumindest... Okay, was war das denn eben? Guck mal! Uri macht einfach die T-Pose. Ich glaube, hier soll man nicht sein. Okay, interessant. Dann haben wir eigentlich nur noch den Splitter, der da oben ist. Aber da komme ich halt wirklich richtig schwer ran. Also wenn ich hier so ein super... Okay, never mind. Diesmal ging's. Hallo Splitter, Übersprung. Schüsse mit dem Geisterbogen treffen auch Feinde in der Nähe. Okay, nicht so geil. Aber hier ist zum Beispiel noch so ein... Oh nein. Nein, falsche Taste. Okay. Noch so ein Teil. Jetzt können wir hier auch nochmal hoch. Meine Güte, hier gibt's so viele neue Sachen. Oh, noch eine Lebenszelle. Nimm ich gerne. Wenn ich da aber irgendwie hochgehen dürfte. Danke. Oh, es war sogar... Es hat, glaube ich, sogar uns wirklich eine neue Lebenszelle gegeben. Dann war das schon die zweite. Nochmal ein großer Knoddel. Dankeschön. Und ansonsten gibt's hier aber erstmal nix. Doch noch ein Moki. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie Mok der Mutige sein, aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Er befindet sich tief in der Mitternachtshöhlen, ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Ich würde selbst gehen, aber an meinem Mut besteht kein Zweifel. Ein neues Gerücht, auch nicht schlecht. Schrein in Howls Bau. Ach stimmt, den gibt's ja auch noch. Gut, aber jetzt haben wir hier, glaube ich, alles gemacht. Nein, hier gibt's noch ein neues Haus. Noch mehr Gnoddels. Ich glaube, Gnoddels ist ein ganz guter Name, Leute. Was haltet ihr von dem Namen Gnoddels? Ich glaube, da ziehen auch überall noch Leute ein, wenn ich ehrlich bin. Hier oben haben wir noch ein Erzstück. Wie viel Zeug es hier einfach gibt, ey. Das ist echt krass. Hat man erstmal nicht erwartet. Da ist auch noch zu. Da muss erst irgendjemand einziehen. Das war jetzt eher eine Sammelfolge. Und in der nächsten Folge gehen wir dann vielleicht zu Quollok, aber auf jeden Fall in dieses Eisgebiet. Obwohl ich mir da auch nicht sicher bin, ob wir da überhaupt schon hingehen sollen, ist halt die Frage. Aber das wird dann erstmal anstehen für die nächste Folge. Ja, dann freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und tschüss.